Moin, moin in der Computerstube an der Fachhochschule. Nee, nicht an der Schwentine. Ich war zu lange am Mediendom der Fachhochschule tätig. Das ist auch, wenn es schon länger her ist. Gut, ich wollte einmal ganz kurz meine Bücher mal wieder umtragen. Also, das ist nach Tag 13. Wir sind zwar an Tag 14, aber nicht nach Tag. So. 1, 1, 3, 3. Eins, drei, glückliche Sammer ist 0, Tagebuch eines Jägers ist 3, der große Coup, der ist noch 0, Feuerwehr. Okay, Magnum-Vollstrecker habe ich ein. Nachtpärscher habe ich keinen. Achso, Nadel und Faden kommt dann auch zwischen. High Noon habe ich einen. Bogenschießen für Ranger habe ich einen. Schrotflinten-Messias habe ich noch keinen. Hier mal auf die zweite Seite gehen. Schützenjäger 1. Speerjäger habe ich einen, da habe ich 0. Technikfreak, da bin ich. Da frage ich mich, habe ich jetzt erstes irgendwo mal 7 Bücher oder habe ich erst alle Reihen einmal voll? Also ich habe noch einiges mit 0. Gut, ich war bei einer Quest. Hab sie erfolgreich beendet. Ich soll zum Händler. Ich habe eine AK bekommen, also wunderbar. Noch was anderes erledigen kurz. Schade, dass gerade keine Zombies da sind. Ich muss mal ganz kurz meine anderen Programme rein. Ungefähr bei 3 Minuten. Sieht man mal meine Horde. Es ist taghell. Leider gerade keine Zombies im Bild. So, ich würde sagen, ich hole dann gleich habe. Ich mal, wo sie da, ach, da oben ganz. Ja, das kann ich gleich abholen und dann werde ich mich auf die Horde vorbereiten. Gratitude, friend. Das will er alles immer noch nicht haben. Das andere will ich nicht verkaufen.
You have a great day now. Ja. So. Das. Ich den Clownhammer. Ich müsste irgendwo eine Axt haben. Das ist eine Feueraxt. Hier keine Mods drin. Da kann ich die einfach so reinsetzen. Die alte nehme ich erstmal wieder mit. Lager sie bei mir. Gut, dann werde ich mal kurz unser Paket holen. Ich bin so froh, dass ich jetzt eine AK schon bekommen habe. Weil wir haben Tag 14, es ist sehr früh, finde ich. Vielleicht werde ich noch auf dem Rückweg dann hier eins dieser Häuser rechts einfach mal durchgehen. Und sie haben ganz schön weit weggeschmissen. Es sind noch über 500 Meter, sonst wird es mehr angezeigt. Da sind sie. Dann muss ich gleich mal gucken, wie viel Holz ich habe. Jetzt die Ausdauer aufbauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt 3 Punkte mache, um den nächsten Stärke-Level zu kriegen. An diesem Tag. Einen Punkt habe ich ja doch nochmal woanders ausgegeben. Aber ich würde gerne die Stärke bis auf 10 voll kriegen. Dafür würde ich jetzt sammeln. So, und jetzt will ich mir hier mal ein Gebäude aussuchen. Achso, was ich noch machen könnte. Einmal gucken, wie viel Holz habe ich. Wenig. So gut wie gar nichts. Gar nichts mehr an Holz. Ach, meine Ausdauer.
fängt meine Stadt an. Kommen wir doch hier gleich mit dem ersten. Jemand drin? Wieso legst du dich hin? Dich nicht. Nein, zieh das. Jetzt darfst du dich hinlegen. Materialien für Beete. Hier raus. Das. Wieder auf die 1 gehen. Da ist ein Schuss, den ich suchen kann. Das war auf einer Küche. Schränke oben. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Dann kann ich hier nochmal den durchsuchen. Hier ist auch ein Gasgrill. Anhänger
wieder. Vogelnest. Hier ist noch ein Kadaver. Meine Ausdauer. Andererseits, ich habe jetzt hier gerade einen Punkt bekommen. Wohnwagen durchsucht. Kann das sein, dass es sinnvoll ist, davon einzunehmen? Nein. Ich guck mal wieder eine Schmerztablette. So. Ich habe noch zwei Grills und ich habe noch einen Kochtopf gefunden. Kaffee kann ich mitnehmen. Fett, Fleisch, Eier, verrottetes Fleisch,
Pulver kann hier noch hin. Angelblei, Papier, abschließen. Den schneiden wir mal. Noch so, ich habe irgendwo eine Holzaxt. Ich habe zwar nur 21 von den Dingern.
das war schon alles. Kommt. Laden. Wo ich jetzt dort im Osten Schneegebiet gefunden habe. Richtung Osten fahren sollte. Bisschen ausgeleuchtet. Habe ich das mit Fackeln? So. Eigentlich würde ich als nächstes gerne Bestien machen. Thank you.
nochmal so viele jetzt erledigen und nochmal so viele. Fucking aufgestellt haben.
Entschuldigung. In der Nacht noch da. Bisschen die Bäume durchschimmern. Scheiße. Hause.
Ah ja, Stöcke können weg. Drei von denen können auch schon mal weg. So, ich kann nur den reinsetzen. Ja. Das kann ich gerne noch alle mitnehmen. Katzenfutter kann hier hin. Der kann hier hin. Eisen brauch. Nehmen wir mal das Eisen und zurück. Sachen für den Händler dabei. Aber der hat noch nicht auf. Ich will eine Reise antreten. Thank you.
für die Karte erkunden. Das heißt, ich könnte mal 5 Kilometer in diese Richtung. Irgendwas mitzunehmen. Essen. Fahrrad da. So ein Vogelnest. Ach, bin ich froh, dass ich eine AK bekommen habe. Also sind wir jetzt in der zweiten Woche, machen unseren zweiten Ausflug in eine andere Richtung. Und stellen fest, der letzte Kilometer hier war gar nichts. Also seit dieser einen Poststation, wo der Weg abgebogen ist, wo wir vom Weg runter sind, kam doch gar nichts mehr.
Also da sind wir vom Weg runter. Kam gar nichts mehr. Und wo habe ich meine Fahne hingesetzt? Da. Hier ist ein Weg. Wenn wir gleich folgen. Nur, wir müssen ganz kurz mal gucken, ob hier noch was drin ist. Ich würde mal sagen, als letzte Aktion für heute. Spinnen durchsuchen. Nehmen, mitnehmen. Bücherschrank. Müll. Holz auch nicht schlecht. Da habe ich jetzt keine Lust zurückzugehen. Ich würde sagen, das war's für heute. Schaut gerne wieder vorbei. Lasst ein Abo da. Macht einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel Wasser die Schwentine runterläuft. Und tschüss.